Was tankt das Auto von morgen? Diese Frage stellten die Freien Wähler bei einer Autoshow Mitte Juni im Bayerischen Landtag. Weit über 250 Besucher waren gekommen, um sich die vielen verschiedenen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben genauer anzuschauen. Vom Erdgasauto bis hin zum Elektrosportwagen. Initiator des Nachmittags war Thorsten Glauber, stellvertretender Vorsitzender und energiepolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Er sagt, der Autostandort Bayern hat beim Thema alternative Antriebsmethoden gute Chancen. Die Chancen sind in allen Bereichen gegeben. Wichtig ist, dass man den Energieträger speichern kann und dass wir die CO2-Ziele in Zukunft bei einem schwindenden Einsatz von fossilen Brennstoffen, dass wir einen Brennstoff haben oder einen Energieträger, der zumindest abgekoppelt der fossilen Träger speicherbar ist. Welcher Energieträger hier die Nase vorn hat, darüber diskutierte Glauber mit den Besuchern und auch mit Experten. Mit dabei Vertreter der Autohersteller Audi, BMW und Tesla Motors sowie der Präsident des Bundesverbandes Elektromobilität Kurt Siegel. Er setzt ganz klar auf den Elektroantrieb und hat deutliche Forderungen an die Politik. Sie soll als Vorbild vorausgehen. Es muss aber natürlich auch staatlicherseits dafür gesorgt werden, dass man sich um rechtliche Rahmenbedingungen in allererster Linie kümmert, im Bereich Ladeinfrastruktur, aber auch um Rahmenbedingungen auf der finanziellen Seite. Und da schlagen wir neben der geforderten gewerbetreibenden Abschreibung natürlich auch die Abschaffung der Umsatzsteuer, sprich Mehrwertsteuer. Genau dafür setzen sich die Freien Wähler ein, erklärt auch Professor Dr. Michael Piazzolo. Der Freie Wähler-Abgeordnete ist Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Bayerischen Landtag. Piazzolo ist von der Zukunft alternativer Antriebsmethoden überzeugt, wenn bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Ich glaube, wir brauchen das Bewusstsein der Menschen, also sicher Werbung dafür. Wir müssen natürlich auch es günstiger gestalten, wenn die Autos bei 70.000, 80.000 Euro angehen, dann sind das keine Fahrzeuge, die für den Normalverdiener geeignet sind. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Politik es schafft, dass es eine durchgehende Infrastruktur gibt und dass es auch Vorteile gibt, wenn man ein E-Mobil oder auch eines mit alternativen Kraftstoffen kauft. Vorteile wären beispielsweise die kostenfreie Nutzung von Ladesäulen oder kostenlose Parkplätze für E-Autos. Solche Anreize wären schnell umsetzbar, finden die Freien Wähler und versprechen, sich im Bayerischen Landtag weiter für eine Zukunft alternativer Antriebe einzusetzen.